Ich bin der Tag, der Tag, an dem ein Stein sein fällt. Ein Herr so froh, was ist nun mal?
blieb stehen und schaute eine Weile zu. Thank you.
Wir schauen wir hin. Thank you.
einem Korb. Sie klappte den Deckel auf, griff hinein. An ihren Händen vorbei sprang ein kleiner Hund auf das Mädchen zu. Sie wollte ihn fassen, den Hund, der Hund entwischte. Die vielen Kinder waren unheimlich. Schon liefen alle Hände und wieder über den Schulhof.
Und das
stillen. Er schaute zur Stadt. In einem Park gingen mit bestimmten Schritten eine Gruppe von Schulkindern. Sie waren fröhlich und lachten. Sie machten wohl einen tollen Ausflug. Zwischen den Wolken blinkte die Frühlingssonne hervor. Thank you.
angezündeten Hoch. Ihr seltsames Licht malte alles rings um gelb und rot. Auf einer Decke saßen die Eltern, sie lehnten sich aneinander, schauten ihren Kindern zu und atmeten die frische Frühlingsluft. Schnell vorbei, mein Ziel ist fern.
Also sowas langweiliges habe ich ja noch nie gehört.
aber der kleine Tag wollte sich nicht trösten lassen. Einsam saß er abseits. Die Lust, an den abendlichen Versammlungen teilzunehmen, war ihm erstmal vergangen. Was andere Tage zu erzählen hatten, interessierte ihn nicht. Manchmal, in heimlichen Augenblicken, dachte er zurück an das, was er erlebt hatte. Dann sah er wieder das Glitzern der Sonnenstrahlen in den Regentropfen. Er hörte das Lachen der Kinder und das Rauschen des Meeres. Und er überlegte, was wohl aus dem Schulchor geworden war, der an seinem Tag aufgetreten ist. Aber er sprach nicht darüber. Er war anders als die anderen. Das fühlte er. Thank you.
unterstützt hat uns der Raum meiner Kinderchor, die Ohrwürmer. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr das mitgemacht habt. Und dann noch dabei der Mitgemachchor, die Future Songs, auf der Anstellung. Besonderes Dankeschön auch an die Eltern aus unserem Kinderchor, die sich mit mir engagiert haben. Du hast ein wundervoller Kreis.